Herzlich willkommen zurück in Skylanders Spyro Adventures mit unserem kleinen Freund Spyro. Und wir werden jetzt auch gleich weitermachen mit der nächsten Mission. Ja, Kaylee freut sich bestimmt, mich kennenzulernen. Wer könnte ihr das verdenken, ha? Also, bist du startklar, großer Skydings? Wir sind ein Skydings. Ja, ja, Kaylee frisst mir bestimmt in Nullkomma nichts aus der Hand. Das wäre ja verständlich. Ich meine, sieh mich nur an. Boom. Tja, ich weiß nicht, wie man auf kleine Katzen oder was du bist stehst. Dafür musste ich jahrelang üben. Wahnsinn, oder? Du kannst mir später danken. Hey, ich denke, wir sollten Kaylee so schnell wie möglich finden. Es wäre doch nicht fair, ihr meine Persönlichkeit vorzuenthalten. Ich sehe mich mal von oben aus um. Vielleicht findest du sie ja am Boden. Vielleicht. Wir werden gucken. Hey, hier ist nichts. Die verschiedenen Gebiete der Skylands haben unterschiedliche Elementarenergien. Wenn du zu Skylander desselben Elements wie das Gebiet wechselst, haben sie mehr Macht und erhalten zusätzliche Belohnungen. Mhm. In dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. Na gut, dann werden wir auch ein Technologieelement benutzen. Dann kann ich aber happy. Mein? Meins wolltest du sagen, glaube ich. Mein hier! So, dann gehen wir erstmal nach rechts. Das ist sowieso sein Element. Mein! Oh. Gleich bin ich Gegner. Das Ding zerstören. Vorsicht vor dem Schwitzen, das ist ein guter Tipp. Wow, viele! Käse. Am Yam Yam schmeckt gut. Da ist noch was. Da ist gar nichts drin. Oh, hier ist ein Geschenk. Ein neuer Hut. Kritische Trefferrüstung. Mal, oh, nehmen wir mal. Sieht auch so schön aus. Frag mich, ob man da auch runter konnte. Ja. Gehen wir erstmal hier hin.
So, runtergefallen. Da ist eine Kiste, immerhin. Nehmen wir gleich mal mit. Hier waren wir schon. Und dann hier lang. So eine Kiste und ein Hut, genau. Ah, und hier ist das Ding. Da hätte man natürlich jetzt wissen müssen. Unser erster Leben, das Dreiländer. Der Hut, der passt recht gut zu ihm da. Noch einen neuen Schlüssel. Aber ich glaube, in diesem Level war das auch, dass man ein Leben Skylander braucht, um eine bestimmte Stelle zu erreichen. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Dann werden wir hier nochmal wieder tauschen an der Stelle. Nehmen wir nochmal Spyro. Verteidigen wir sie alle. Jetzt brauchen wir eh nicht so viel Geld. Und eine neue Schriftrolle. Eine Nachricht von Yugo-Saga. Schafe gehören zu den gefürchtetsten Wesen der Skylands. Die Mabu, die beim Zählen großer Schafsherden eingeschlafen sind, vermissen häufig ihre Habseligkeiten, wenn sie aufwachen. Wenn sie befragt werden, geben die Schafe natürlich nie zu, etwas genommen zu haben. Sehr lustig. Hier geht's weiter. Genau, und an dieser Stelle brauchen wir einen lebenden Skylander. Da muss ich ganz schnell einen holen. Stumpsmash. Das wusste ich nämlich auch noch damals, dass man hier einen Leben braucht und da wir den sowieso gerade gefunden hatten. In dieser Zone sind es jetzt auch schon Level 10. Den müssen wir natürlich jetzt erstmal zurücksetzen. Dampfen und zerschmettern! Ist er wieder Level 1. Okay.
bisschen schwerfällig, der Arme hier. Haben wir hier gefunden. Ach, das war der legendäre Schatz. Was war das vorhin dort? Man weiß es nicht so genau. Lass deinen Skylander in die Kanone hineinklettern und schieß dann damit auf die Schlösser. So, diese Schlösser schießen, ja, das tun wir gleich. Jetzt machen wir hier ein bisschen auf. Wir können auf jeden Fall so eine Eichel. Aha. Hey, ich hab Kaylee gefunden. Die ist gar nicht mal übel. Ach ja, ein paar böse Drow haben sie geschnappt. Wir müssen sie retten, damit sie sich um Wichtigeres kümmern kann. Wie mir zu danken. Boom! Boom. Da drüben, diese Kanone könnte vielleicht nützlich sein. Wenn du reinkletterst, kannst du bestimmt auf die Schlösser am Tor schießen. Bestimmt. Ich wollte noch erstmal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Also hier kommen wir zum Beispiel gar nicht mehr hin. Hier auch nicht. Und hier kommen wir gar nicht mehr hoch. Da hätten wir doch nicht vorher da, aber dann weiß ich nicht. Muss man es wahrscheinlich zweimal durchspielen, das erste Level. Und damit KB. Warte. Du bist doch ein Skylander. Das ist ja der Hammer. Ein echter Skylander hat mich gerettet. Das ist doch der Hammer. Und ich? Ich habe mitgeholfen. Flynn, der Ballonpilot, das bin ich. Steht zu Diensten. Sehr erfreut. Ja, ja, ich weiß. Der Typ ist so geil. Es muss überwältigend für dich sein, den besten Piloten des Skylands kennenzulernen. Ich hätte gar keine Hilfe gebraucht. Ich hatte sie genau da, wo ich sie haben wollte. Aber klar doch. Ja, klar. Ja, meine Beste. Gern geschehen. Es werden Hüte und uns fehlen Schatzkisten und deswegen werden wir das Level gleich nochmal spielen. Aber wahrscheinlich erst im nächsten Part. Wir werden uns jetzt nochmal anhören, was er zu sagen hat. Tiere. Aber ehrlich, Hugo, das sind doch bloß Schafe. Da liegst du falsch, meine liebe Kaylee. Diese Wesen sehen vielleicht freundlich, flauschig und knuddelig aus. Aber dreh ihnen den Rücken zu und sie verwandeln sich in fiese Fusselbiester mit scharfen Augen, die dich auf Schritt und Tritt verfolgen. Tut mir leid wegen der Fusselbiester, Hugo, aber wir haben Kaylee gerettet. Genau genommen hat mich der Skylander. Ach, Kaylee. Hör auf, mich zu loben. Das ist so peinlich. Gerechtfertigt, aber peinlich. Hey, können wir jetzt bitte zu den wichtigen Dingen kommen? Während ihr weg wart, habe ich alte Pläne des Lichtkerns gefunden. Damit haben die Alten ihn damals gebaut. Moment mal, sagtest du nicht, du hättest den Lichtkern gebaut? Nun, ja und nein. Ja, das habe ich gesagt, aber nein, eigentlich nicht. Der alte Kern hat die Mächte der Finsternis vertrieben. Wenn wir einen neuen Lichtkern bauen, sollten wir Chaos von seinem gemeinen Plan abhalten können, die Skylands zu regieren. Und danach kümmern wir uns um diese fiesen Schafe. Mit dem Weitblicker können wir die nötigen Teile finden, die wir für die Wiederherstellung brauchen. Aber diese wuchernden Sträucher versperren den Weg. Hilfst du uns, großer Held?
Wenn du die Sträucher beseitigst, können wir vielleicht die ewigen Quellen finden, die wir brauchen. So, die Sträucher beseitigen. Auch das werden wir wahrscheinlich erst in einem anderen Part erleben. Wer weiß, ob es schon im nächsten Part weit sein wird. An der Stelle sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.